Die Diskussionen rund um den Milchpreis reißen nicht ab. Auch in Vorarlberg haben sich nun Bauern dazu entschlossen, ihrem Unmut über die verfallenen Milchpreise durch Streiks kundzutun. Im Büro von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger laufen aus diesem Grund seit dem Morgen die Telefonleitungen heiß. Also diese Gespräche finden ja minütlich derzeit statt. So intensiv war die Zeit noch nie wie im Moment, dass mit Genossenschaften, mit Funktionären im Kontakt steht. Morgen tagt der Milchausschuss der Landwirtschaftskammer dazu, um sich ein Bild davon der Situation zu machen. Wir sind intensivst im Kontakt. Faktum ist aber natürlich, jeder Landwirt entscheidet für sich selbst, ob er sich an einer solchen Maßnahme beteiligt oder nicht. Es ist Faktum, dass sich Vorarlberger Bauern diesem Milchstreik angeschlossen haben. Wie viele und welche Anzahl kann ich derzeit nicht beurteilen. Wir wollten wissen, warum es denn überhaupt so weit kommen konnte. Es sind zwei Komponenten, die meiner Meinung nach durchaus zusammenkommen. Einerseits kennen wir, dass gerade Discountmärkte und dass das Ringen um jeden einzelnen Konsumenten, wer einen günstigen Preis hat, tagtäglich stattfindet. Das, was ich hart kritisiere, ist, dass das auf dem Rücken der Bauern ausgetragen wird. Man senkt die Preise ohne jegliche vorherige Absprache oder sogar mit der Presse. Das halte ich für ein völlig untaugliches Mittel und weise ich auf das Schärfste zurück. Das ist unfair gegenüber den Bauern, den Produzenten. Natürlich kommt dazu, dass sobald ein Liter Milch zu viel in Europa umeinander ist, manche das Gefühl haben, man könne das schamlos ausnutzen. Und das ist durchaus derzeit passiert. Ich sage aber dazu, dem Konsumenten wäre mehr gedient, sich über vernünftige Preissituationen enthalten, die nach oben und nach unten nicht diese extremen Ausschläge machen würden, weil damit ist niemandem gedient, weder dem Handel noch dem Konsumenten noch dem Produzenten. Aber was sicher notwendig ist, wenn die Bauern nicht in Zukunft einen wirtschaftlichen Milchpreis erhalten, der über dem jetzigen Niveau liegt, dann wird keine Milch produziert, dann gibt es sie nicht. Ob es Mengensysteme oder was auch immer gibt, der Bauer wird sie dann produzieren, wenn er wirtschaftlich dafür auch einen entsprechenden Erlös bekommt. Und etwas Letztes, was ich dazu sage, fatal ist doch, wir haben in der Landwirtschaft die Situation, dass wir vor 15 Jahren gegenüber heute jetzt um 2 Cent weniger bekommen in Milch für den Liter Milch, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Und genauso beim Schweinefleisch, vor 15 Jahren waren es 45 Cent mehr. Und wer sagt da noch, dass die Bauern zu viel bekommen? Also da stimmt was nicht. Der Handel hat sich ihre Mittel auf die Seite gebracht. Die Bauern lässt man hängen. Das ist nicht das, was wir unter Partnerschaft verstehen.